Guten Abend. Im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung möchte ich Sie ganz herzlich hier begrüßen. Diese Veranstaltung heute Abend ist die dritte in der Reihe Brasilien, soziale Akteure im Widerstand. Und das ist ein Kooperationsprojekt der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, des FDCL, Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika, der Brasilien-Initiative Berlin und eben der Heinrich-Böll-Stiftung. Solche großen Kooperationen machen wir ja nicht so oft miteinander. Und in diesem Fall, im Fall von Brasilien, wollten wir aber ein politisches Zeichen setzen und in dieser gemeinsamen Runde, was auch gerade die drei politischen Stiftungen angeht, plus die beiden anderen Organisationen, nochmal gemeinsam unsere Besorgnis darüber ausdrücken, was in Brasilien gerade passiert und speziell seit der Wahl von Bolsonaro. Wir hatten ja vor einem Jahr schon mal ein ähnliches Projekt gemacht. Das war vor den Wahlen, beziehungsweise zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang und dann nach Ende der Wahlen. Und da ging es mit brasilianischen Gästen vor allen Dingen darum, schon mal zu diskutieren über die Befürchtungen, die entstehen oder entstanden sind, falls es wirklich zu diesem Regierungswechsel kommt. Und nun, ein Jahr danach, ist es an der Zeit, dass wir uns das Jahr anschauen, dass wir Bilanz ziehen, dass wir die Politik dieses letzten knappen Jahres analysieren und dass wir auch mal genauer auf die Strategien gucken, die eigentlich dahinter stehen. Und vor allen Dingen wollen wir auch noch schauen, was es für Gegenstrategien gibt auf zivilgesellschaftlicher Seite und speziell auch dann von den sozialen Akteuren. Und eine solche Bilanz ist uns auch deswegen besonders wichtig, weil es zunehmend Stimmen gibt hier, auch aus dem politischen Lager, die zwar sagen, okay, die rechtsextremen Äußerungen von Bolsonaro sind nicht in Ordnung oder die teilen wir überhaupt nicht, aber was die praktische Politik angeht, ist ja doch alles nicht so schlimm geworden, wie wir das eigentlich befürchtet haben. Das heißt, es ist ja alles doch nicht so schlimm, was da passiert. Und wir sind da explizit anderer Meinung. Wir denken nämlich, dass es im Grunde genommen, das, was man sehen kann, ist eigentlich ein sehr systematisches und strategisches Vorgehen der Regierung, Brasilien vor allen Dingen ökonomisch und kulturell völlig umzugestalten und auch kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Damit auch, wenn man nicht überall oder sagen wir mal die direkte Gewalt, die es auch gibt, aber die ist nicht so offensichtlich, aber was eigentlich passiert sozusagen strukturell, das ist ungeheuer wichtig und wird auch lang anhaltende Wirkungen haben und deswegen möchten wir auch diese Art von Veranstaltungen machen, die wir hier heute haben. Es geht heute Abend ja um Amazonien. Wir haben dazu drei sehr interessante, sehr kompetente Gäste aus Brasilien eingeladen, werden die später noch vorstellen. Und sie werden eben aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Erfahrungen über die Entwicklung und über die neuen Herausforderungen in Amazonien sprechen. Und wir wollen dabei auch die Verbindung nach Europa, nach Deutschland herstellen. Wir wollen unsere Mitverantwortung thematisieren und auch unsere Gäste dann fragen, was sie sich eigentlich von uns auch wünschen, wie wir eigentlich die Bewegungen, die sozialen Akteure, den Widerstand auch unterstützen können gegen die Zerstörung Amazoniens. Bevor ich jetzt gleich an die Moderatorin des heutigen Abends übergebe, möchte ich noch in eigener Sache was sagen. Und zwar möchte ich auf zwei neuere Publikationen zu Amazonien hinweisen, die Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben hat. Thomas Fatteuer, der auch hier ist und den Sie nachher auch da sitzt, dazu befragen können, der hat in unserem Auftrag, wie gesagt, zwei Studien erstellt. Die eine, beide finden Sie hinten auf dem Büchertisch zum kostenlosen Mitnehmen. Und die eine Studie heißt Amazonien heute, eine Region zwischen Entwicklung, Zerstörung und Klimaschutz. Und dort beschreibt Thomas Fatteuer die Bedrohung Amazoniens. Er analysiert die Hintergründe. Er beschreibt die Hintermänner und die vielfältigen Ursachen der Entwaldung. Es geht um Macht, es geht um Profit, es geht um Interessen, die tief im brasilianischen Herrschaftssystem verankert sind. Und vor allen Dingen vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig zu erkennen, dass Bolsonaro ein sehr konsequenter, rechtsextremer Wegbereiter für die Interessen mächtiger ökonomischer Akteure ist. Und deshalb darf man seine Politik heute einfach nicht unterschätzen. Und die andere Publikation ist etwas fachspezifischer. Sie hat den Titel Deutsche Entwicklungszusammenarbeit im brasilianischen Amazonasgebiet und beschreibt die multilaterale und die bilaterale Waldschutzpolitik in Amazonien seit den 90er Jahren. Und sie stellt die Frage, ob Entwicklungszusammenarbeit überhaupt strukturverändert wirken kann.
in Anbetracht einer wirkungsmächtigen Holz-, Agrar-, Bergbau- und fossilen Lobby. Und diese Frage ist aktuell wichtiger denn je, weil diejenigen, die am stärksten von der Zerstörung der Tropenwälder Amazoniens betroffen sind, nämlich die indigenen Völker und die indigenen Gemeinschaften, aber auch die zivilgesellschaftlichen Initiativen für Menschenrechte, für Klima- und Biodiversitätsschutz, die verfügen nicht über eine nur annähernd so starke Lobby und können ihre Interessen entsprechend auch nicht annähernd so gut durchsetzen, wie das eben die vorhin beschriebene Lobby macht. Und deshalb sind sie auch, sind sie auch auf die Unterstützung oder ist die Unterstützung von außen auch sehr wichtig für sie. Ich weiß nicht, einige von Ihnen waren vielleicht dabei. Vorletzte Woche war ja eine brasilianische Delegation von indigenen Führerinnen und Führern hier in Berlin im Rahmen ihrer Europareise. Und die haben in eindringlicher Weise geschildert, was diese zerstörerische Politik für sie bedeutet. Und sie haben eben auch daran appelliert, auch unsere Verantwortung hier wahrzunehmen. Die Veranstaltung heute wird als Livestream übertragen, und zwar sowohl in der deutschen als in der portugiesischen Fassung. Wir haben ein Büro in Rio de Janeiro, das hat diesen Livestream auch beworben. Das heißt, wir werden sicherlich, wie schon auch im letzten Jahr, auch hier wieder Zuschauerinnen aus Brasilien haben, die diese Veranstaltung verfolgen werden und die ich an dieser Stelle einfach mal ganz herzlich grüßen möchte. Neben dem Livestream haben wir auch eine Fotografin hier bestellt, die Fotos machen wird. Und ich möchte Sie einfach bitten, wenn Sie nicht auf das Foto wollen oder so, melden Sie sich, signalisieren Sie ihr das einfach, dass Sie das nicht möchten, dann, damit auch Ihre Persönlichkeitsrechte gewahrt sind. Beim Livestream ist es so, der geht hier auf die Bühne. Wenn Sie hinterher eine Frage stellen oder so, müssen Sie gucken oder sich gegebenenfalls aus dem Bild stellen, wenn Sie nicht möchten, dass Sie da aufgenommen werden. Die Veranstaltung heute findet auf Deutsch und Portugiesisch statt. Das heißt, wer eine der beiden Sprachen nicht beherrscht, sollte sich da hinten noch mit Kopfhörern eindecken. Kanal 4 ist Deutsch und Kanal 5 ist die portugiesische Fassung. Nach der Veranstaltung laden wir Sie noch ein zu einem kleinen Imbiss da hinten im Vorraum und alkoholfreien Getränken. Die alkoholischen Getränke gibt es auch, aber die müssten Sie dann selber bezahlen. Und damit will ich nun das Podium einfach unseren Gästen überlassen. Die Moderation übernimmt heute freundlicherweise Regine Schönberg, die schon seit langem immer wieder mit der Stiftung zusammenarbeitet. Ich will nur ganz kurz sagen, Regine Schönberg ist Politikwissenschaftlerin. Sie arbeitet seit mehr als 30 Jahren zu Amazonien, im Augenblick auch wieder an einem neuen Forschungsprojekt, das am Lateinamerika-Institut angesiedelt ist. Das von meiner Seite, liebe Regine. Ich gebe dir jetzt das Wort, dass du uns hier durch den Abend führst. Danke. Ganz herzlichen Dank und guten Abend von meiner Seite ans Publikum, was ja wirklich zahlreich erschienen ist. Viele bekannte Gesichter auch, viele neue Gesichter. Bevor wir anfangen mit unserem Programm, möchte ich noch hinweisen auf den sehr traurigen Tod, Mord an Paulo Paulinho Guajajara, den Sie hier sehen können. Paulo Guajajara war ein Umweltaktivist in seinem Indianerterritorium, wo er gewohnt hat. Das ist die Terra Arariboia. Und diese Terra Arariboia liegt in Maranhão und ist umkämpft von Holzfällern, illegalem Holzeinschlag von großen Unternehmen. Seit 2006 ist auf diesem Gebiet, sind 20 Morde bereits zu verzeichnen an Umweltaktivisten. Paulo Guajajara war ein Guardião da Floresta. Das sind Gruppen, die versuchen, aus der eigenen Kultur heraus auf die Umwelt zu achten. Das sind sozusagen Brückenbilder zwischen unserem Begriff von Umweltschutz und der indigenen Idee von Umweltschutz. Sind also sehr wichtige Funktionen, die ausgeübt worden werden. Und er wurde also schon länger bedroht und ist dann vor 2 Tagen umgebracht worden. Und ich dachte, da wir heute diese Versammlung hier haben von Menschen, die sich für die Themen interessieren, dass das nicht unbeachtet an uns vorbeigehen sollte. Gut, also das ist leider ein trauriger Auftakt, aber jetzt gehen wir weiter. Die Ziele der Veranstaltung heute Abend sind es, den Wissensstand
zu aktualisieren, den wir alle zusammen haben, und zu differenzieren hin zu Rechtsentwicklung und Politikumsetzung. Wir interessieren uns für den Stand der Dinge von Partizipation im Einzelnen, wie es sich geändert hat. Wir werden über Menschenrechte und die Auswirkungen in Amazonien, aber auch die Auswirkungen zum Beispiel auf Handelsbeziehungen, auf Arbeitsrecht und so weiter sprechen. Wir haben sehr interessante Gäste, die uns bereichern werden mit ihrem Wissen zu diesen Themen. In der Mitte sitzt Marcela Vecchioni Gonçalves. Marcela arbeitet am Núcleo de Altos Estudos Amazonicos, einem der ältesten Amazonas-Forschungsinstitute in Brasilien, bereits gegründet 1973. Sie betreut dort den postgraduierten Studiengang. Sie beschäftigt sich mit politischer Ökologie, mit indigenen Rechten, mit globalen Entwicklungswegen in ihrer Auswirkung auf Amazonien, mit Landrechten und Landregulation. Außerdem ist sie Teil der Grupo de Carta Belém. Ich weiß jetzt nicht, wie man das übersetzen würde auf Deutsch. Müssen wir vielleicht auch nicht. Das ist ein Zusammenschluss, der in Amazonien, aber auch darüber hinaus von NGOs gebildet wurde, um agroökologische Projekte voranzubringen. Ganz links von mir sitzt André Campos. Er ist Teil von Reporter Brasil. Reporter Brasil ist ein Zusammenschluss kritischer, investigativer Journalisten, die die Politik und die Privatwirtschaft beobachten, daraufhin, inwieweit sie gegen Menschenrechte verstoßen, inwieweit sie nicht verfassungskonform sind und ihre Wege verfolgt über den ganzen Globus. Sehr interessant sind dabei Wertschöpfungsketten, Zusammenhänge von Menschenhandel und Sklavenarbeit, die sich durch das Amazonasgebiet ziehen, aber keinesfalls dort anfangen und dort enden, sondern global vernetzt sind. Neben mir sitzt Marco Apollo Santana Leão. Er ist Anwalt und zurzeit der Präsident der Paraensischen Menschenrechtsgesellschaft, die bereits seit 1977 existiert und auch ein permanenter Partner der Heinrich-Böll-Stiftung ist. Marco Apollo beschäftigt sich besonders mit konkreten Fällen, besonders gerne, wie er auch erzählte, nicht so sehr mit der Administration der Menschenrechtsgesellschaft, sondern wirklich mit konkreten Fällen von Verstößen gegen Menschenrechte, gegen konkrete Personen. Und dazu kann er uns bestimmt auch was erzählen. Bei diesen Personen geht es meistens um die Minderheiten, und diese Minderheiten in Amazonien werden auch heute Abend besonders im Fokus stehen. Der Ablauf des Abends ist folgendermaßen vorgesehen. Wir fangen an mit dem Politikwechsel und den Auswirkungen. Wir beschäftigen uns mit Menschenrechten in Amazonien, aber auch darüber hinaus, mit der Strategiebildung und Handlungsoptionen vor Ort, mit den daraus abgeleiteten und komplementären Strategiebildungen, möglichen Handlungsoptionen hier bei uns. Und selbstverständlich werden wir ausführlich auch mit dem Publikum diskutieren. So, ganz zum Auftakt möchte ich jetzt folgende Frage stellen. Ich fange an mit Marcela in der Mitte, Ladies first. Aktuell reden alle von Bolsonaro und den Auswirkungen der auf die Politik in Amazonien, auf die Menschenrechte, auf die Agroökologie, die Minderheiten, die Indigenen. Und was ich fragen möchte, noch mal einige Schritte zurückgehend, was glaubst du, wann dieser Politikwechsel eigentlich eingesetzt hat? Hat er eingesetzt jetzt im Januar mit den Wahlen, oder ist da schon eine Entwicklung von vorher zu beobachten? Boa noite. Ja, guten Abend an alle. Ich danke Ihnen für Ihre Einladung zunächst einmal.
Also ich glaube, dass diese Politik sehr stark sich verschärft hat, schon in den letzten 2,5 Jahren. Denn hier geht es um eine Bewegung, oder eine Bewegung, die wir momentan sehen, ist eine Politik, die sich immer stärker verschlimmert, was den Umweltschutz angeht, aber auch andere territoriale Rechte der Indigenen, der Kleinstbauern. Und das ist wirklich ein wichtiger Moment, den wir hier durchleben in der Geschichte Brasiliens, insbesondere als das Waldgesetz neu formuliert wurde. Ich komme ja aus der Forschung und ich kann sehen, sehr deutlich sehen, welche Beziehung es gibt dazwischen. Also diese negative Auswirkung, die die neue Waldgesetzgebung gehabt hat, und zwar als das Gesetz 2012 implementiert wurde, obwohl diese Verhandlungen ja schon 2009 losgingen. Und man kann sagen, dass viele Leute dort sehr viel Macht bekommen haben. Und es gab also eine starke Präsenz von bestimmten Kräften auch im Kongress. Und man sagt immer, in den letzten Wahlen, da haben wir eine Bewegung gesehen, die aber schon vorher existiert hat. Das heißt, es gab dort Leute, die gar nicht mehr die Lobby hatten, die sie vorher hatten im Kongress. Zum Beispiel das Agrobusiness, also wo es auch hohe Landkonzentrationen gibt. Diese Leute hatten keine Lobby mehr. Und im Jahre 2008, also das war also schon... Also sie haben angefangen, sich selbst zu repräsentieren im Kongress. Also sie selbst waren vertreten im Kongress. Und als das passierte, haben sie sich in dieses politische Spiel mit eingeklinkt, wo es darum ging, die eigenen Interessen durchzusetzen, durch öffentliche Politiken, durch Gesetze. Und dadurch haben sie einen großen Einfluss gewonnen. Im Falle Amazoniens ist es so, dass das Waldgesetz uns zeigt, also diejenigen, die arbeiten und Studien durchführen, dort sehen wir, dass es immer mehr Probleme gibt. Es gibt eine Beziehung, die ganz klar ist, zwischen den Entwaldungsbewegungen und der Zerstörung und der, also der Erhöhung in diesem Bereich, und aber auch eine Erhöhung der Menschenrechtsverletzungen. Das heißt, es gibt hier eine Konvergenz zwischen der Entwaldung und der Waldzerstörung und der Menschenrechtsverletzungen. Weil es mehr Brutalität gibt, es gibt immer mehr Bedrohungen oder Morde. Wir haben ja eben ein Beispiel gehört, Beispiel von Paulo Paulino. Aber wir sehen das auch auf indirekte Art und Weise, wo es immer mehr Raum gibt, und darüber werden wir sicherlich noch mehr hören, wo es auch eine Kriminalisierung der sozialen Bewegungen gibt. Wir machen jetzt weiter mit Marco Apollo. Also hier, bitte übernehmen Sie das Mikrofon. Guten Abend an alle. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung bei der Böll-Stiftung. Es ist wunderbar, viele Freunde hier wiedersehen zu dürfen. Außerdem ist es eine Möglichkeit für viele, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo auf der Welt, diese Debatte vollführen zu können. Es ist sehr schön, diese Solidarität und diese Aufmerksamkeit zu verspüren.
Wir haben natürlich in Brasilien eine Situation intensiver sozialer Konflikte seit langem. Und wenn wir von Amazonien sprechen, dann müssen wir auch sagen, ja, hier konzentrieren sich die Agro-Umwelt-Konflikte, also im Norden Brasiliens. Der Konflikt um die Umweltproblematik hat sich natürlich verschärft in den letzten Jahren. Und das hatte zur Folge, dass verschiedene Verbrechen begangen wurden gegen Aktivisten, Umweltschützer, egal wie man sie nennen möchte. Das ist geschehen. Und wir haben heutzutage eine eine ganz offensichtlich ausgesprochene Politik der NGOs als Staatsfeinde bezeichnet. Aber das hat nicht erst begonnen bei der Regierung Bolsonaro. Es kommt schon von weit her aus der Vergangenheit. Manche mögen es nicht glauben, aber diese Situation der Gewalt, der Bedrohung gegen soziale Bewegungen in Brasilien, das war auch sehr intensiv gegeben während der Lula-Regierung und der PT-Regierung. Nicht, dass die Regierung es selber angeregt hätte, aber bestimmte Sektoren haben das im eigenen Interesse so praktiziert. Es gab beispielsweise Initiativen mitten in Amazonien, die eine intensive Entwaldung zur Folge hatte, die sehr viele Kollegen bedroht hat, verschiedene Lehrer, Mitarbeiter insistieren, dass dort die Probleme liegen. Wenn wir nun von diesem Fall Paulino sprechen, dann können wir feststellen, das ist kein Einzelfall. Es geschieht an vielen verschiedenen Orten in der Region Amazonien. Ungefähr 40 Menschen sind im Namen der CPT in diese Lage geraten. Wir glauben vielleicht, es stimmt nicht, es ist nicht real. Aber in den Bereichen Amazoniens, wie beispielsweise an den Flussufern, an den offenen Feldern, da wird sehr wenig registriert. Auch dieser Fall war ja so, dass er gar nicht wusste, ob er bedroht wurde, ob das konkret war. Aber wichtig für uns ist, es gibt Menschen, die Widerstand leisten. Nicht nur verteidigen sie das Leben, ihre Gebiete, das tagtägliche Leben und das seit vielen Jahren. Das hat dazu beigetragen, dass Amazonien nicht noch weiter und intensiver und stärker zerstört wurde. Wir wissen heute, dass Monat für Monat eine Fläche der Größe Berlins in Amazonien abgebrannt wird. So, das sind einige Ideen, die ich zu Beginn anbringen wollte. André, möchten Sie aus der journalistischen Perspektive etwas dazu beitragen? Ja. Guten Abend an alle. Ich greife zurück auf die Frage, wann hat all dies begonnen? Das ist eine Frage, die auch selbst für uns als Brasilianer sehr schwer zu verstehen ist, denn sie ist sehr komplex. All das, was wir heute so offensichtlich sehen, war schon immer da. Die Menschenrechte, die verletzt werden, die Abholzung, die Entwaldung, das sind alles lange Prozesse, die schon seit langem an der Tagesordnung sind. Ja, manchmal hat die Gesellschaft als Ganzes sich eher stark gemacht dagegen und manchmal weniger. Aber was ich als Schlüssel
Begriff verstehe, um das zu begreifen, was in Brasilien heute geschieht, ist, dass die Wahl Bolsonaros und die letzten Jahre in der Politik in Brasilien auch davor eine Allianz geschmiedet haben, die sehr stark ist, nämlich eine Allianz zwischen einer konservativen Welt, einer archaischen Welt. Da geht es um Konflikte an den Grenzen, wo die Einhaltung der Menschenrechte einfach ad acta gelegt wird. Der Tod ist etwas ganz Banales, ist an der Tagesordnung. Und ein ökonomischer, moderner, kosmopolitischer Liberalismus. Während der Regierung Bolsonaros haben diese beiden Gruppen sich zusammengeschlossen und der Diskurs ist ein gemeinsamer. Die Entwaldung und das Verschwinden von Instrumenten dagegen anzukämpfen, das greift, also Schlagwörter sind, lasst doch die Erzeuger erzeugen, lasst sie wirtschaften. Brasilien ist eher eine urbane Gesellschaft. Der größte Teil der Bevölkerung lebt in Städten und sie haben stets diese Prozesse der Gewalt gesehen. Und es gibt keine substanzielle linke Lobby. Manche denken wirklich in der Gesellschaft, dass es um Entwicklung geht. Und das um jeden Preis, auch wenn es Menschenleben kostet, egal wo. Ich denke, dies ist ein sehr schwieriges Moment. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie es in Zukunft weitergehen wird, denn es ist eine neue Allianz, die entstanden ist. Sie gewinnt an Stärke, die Stärke nimmt zu. Und marginalisierte Gruppen, die Opfer sind der Nichtanwendung der vorhandenen Gesetzgebung. Diese Gruppen sind auch verkauft und verlassen von der öffentlichen Meinung in Brasilien. Ich weiß nicht, wie sich das ändern soll. Ja, diese Generation des Wissens und auch dieser investigative Journalismus, wenn wir darüber reden, was wir sehen ist, dass es Transparenz im Bereich politische Kommunikation, dass es da also weniger Transparenz gibt. Was für Auswirkungen hat, wie werden Sie jetzt investigativen Journalismus betreiben, wo jetzt die Zivilgesellschaft sehr häufig ausgeschlossen wird von diesem Prozess? Haben Sie da schon Auswirkungen gespürt? Ich glaube, alle, die so arbeiten wie wir, die, ja, die haben alle sehr große Hindernisse vor sich, die vor einigen Jahren noch nicht existiert haben. Also was sehr, sehr offensichtlich ist, für mich als Journalist, der ich ja ständig in Amazonien bin, ich spreche da mit vielen Leuten, auch mit den Großgrundbesitzern. Und vor 10 Jahren war es sehr viel einfacher, sich dort fortzubewegen. Heutzutage ist es so, man geht dort heutzutage hin und da gibt es einen ganz klar definierten oder ganz klare Agenda. Ne? Also da kommt dieser Journalist und der wird schlecht über mich reden. Das heißt, es gibt alles oder alles ist schon vorbereitet und man versucht auch Informationen nicht rauszugeben. Das ist aber nur ein Aspekt. Auf der anderen Seite gibt es eine Bewegung heutzutage, wo es wenig Transparenz in Bezug auf öffentliche Datenbanken gibt, die sehr, sehr wichtig sind, damit man versteht, was eigentlich wirklich passiert in Amazonien, auch an der Landwirtschaftsfront, um überhaupt in der Lage zu sein, die Probleme zu überwachen, die es dort gibt. Und natürlich
auch um besser verstehen können, wer sich innerhalb der Gesetzbewegung und außerhalb der Gesetzgebung bewegt. Zum Beispiel das Umweltkataster. Da könnte man ja einschauen, wer hat welches Land und wer hat was abgeholzt. Und als das Waldgesetz das Gesetz reformiert wurde, wollte man eigentlich besser darstellen, wer was besaß und überwachen, welche Szenarios da gibt, damit die Gesellschaft wirklich auch sehen kann, ob die Gesetze wirklich angewendet wird. Aber wir haben aber nicht wirklich Zugang zu dieser Information, wer wo Eigentümer von was ist. Und wir versuchen schon seit langem dafür zu kämpfen, Zugang zu diesen Informationen zu bekommen, also nicht seit Bolsonaro, sondern schon lange vorher. Also Zugang zu Informationen, öffentlicher Informationen, ist eine weitere Herausforderung, die wir haben und die sich immer weiter ausweitet in unterschiedlichen Bereichen. Marcela und die Auswirkungen auf die Wissenschaft. Sie arbeiten ja im Bereich Forschung und das ist im Bereich UFPR, das ist die Universidad Federal do Pará, eine Universität, eine öffentliche Universität. Das heißt, oder was für Auswirkungen hat dieses neue Regime auf Ihr Institut und Ihre Arbeit? Ja, das hat große Auswirkungen. Also bevor ich bei UFP angefangen habe, also in Bezug auf Amazonien angefangen habe zu forschen, innerhalb dieses Szenarios, was André schon hier nachgezeichnet hatte, wir haben unterschiedlichste Instrumente verloren, um Zugang zu Informationen zu haben, wie zum Beispiel das Gesetz über die Transparenz und öffentliche Informationen. Das heißt, es ist sehr schwierig, an bestimmte Informationen heranzukommen. Früher konnten wir immer noch Zugang bekommen, aber heute ist es sehr viel schwieriger, auch für die Forschung. Also Informationen zu bekommen, aber auch Informationen zu verbreiten im Journalismus. Es ist sehr, sehr wichtig, für die eigene wissenschaftliche Arbeit an bestimmte Informationen heranzukommen. Zugang zu bestimmten Daten zu bekommen, um kritisch darüber nachzudenken, was man hier anhand dieser Daten ablesen kann. Das ist also wirklich ein großer Verlust. Ich glaube, für die Wissenschaft, ich glaube, Sie haben das alle das schon gesehen, weil das auch international eine Bedeutung hat, die Universität und auch die Forschungsinstitut, sie sind sozusagen auf der Abschlussliste dieser Regierung. Und sie sind sozusagen die fetten Kühe der Regierung, die man einfach verfolgen kann. Und die man also wirklich auf wirklich liederliche Art und Weise verfolgt, indem man einfach Budgets kürzt, aber auch Stipendien kürzt, also unterschiedliche Ressourcen nicht zur Verfügung stellt. Und der spezielle Fall der Universitäten in Amazonien und vor allem bei uns, bei UFPR, da weiß ich natürlich am besten darüber Bescheid, da geht es darum, die Diversität in der Bildung zu unterdrücken. Und das ist etwas, was wir ja in den letzten 20 Jahren eigentlich erreicht hatten. Und was meinen wir eigentlich mit dieser Diversität? Es gab eine Politik, und in Amazonien war das sehr stark ausgeprägt, also aufgrund der Diversität der Völker, die wir auch in Amazonien haben, war man bemüht, differenzierte Inhalte zu übermitteln, also für Indigene, für Kleinbauern, familiäre Betriebe. Dort hat man bestimmte Bildungsprogramme implementiert und da hat man immer ein Budget gehabt, damit diese Programme dann tatsächlich auch funktionieren können. Und als es den Regierungswechsel gab, war das also einer der ersten Einschnitte, die es gab. Proponera, das ist das nationale Programm für die Bildung im Bereich Landreform. Das gibt es einfach nicht mehr.
Das bedeutet also, es gibt keine weiteren Ressourcen für die öffentlichen Universitäten, damit es ein solches Bildungsprogramm gibt, was spezialisiert ist innerhalb der Universitäten und was verbunden ist mit der Landreform, um spezifische Kurse anbieten zu können für diejenigen, die auch Teil des Landreformprogramms waren. Ein weiterer Punkt, wo wir eine starke Reduktion gesehen haben, ist, dass der Budget für indigene und Quilombola-Studenten an den Bundesuniversitäten. Die Bundesuniversität von Pará hat mit sehr viel Bemühungen dieses Jahr ungefähr 50% das bekommen, was sie vorher hatte. Aber sie haben unglaublich kämpfen müssen, abgesehen natürlich von anderen Sachen, die ein Problem darstellten. Also es gibt sehr offensichtliche Dinge, abgesehen von dem, was ja auch schon gesagt wurde, die Kürzung von Stipendien für Masterstudiengänge, aber auch für Doktoranden. Da gab es damals schon ein Defizit und jetzt gibt es noch ein größeres Defizit. Und es ist sehr wichtig zu sagen, weil ich glaube, wenige, die nicht in Brasilien leben, wissen davon. Der Norden des Landes, wo die Universität angesiedelt ist, wo ich auch arbeite, das ist die Region, wo es am wenigsten Universitäten gibt. Das heißt, wir waren sowieso in einer Situation, wo wir sowieso wenige Universitäten hatten in dieser Region. Und das heißt, wir hatten auch weniger Ressourcen für die Universitäten, für die Bundesuniversitäten. Und mit diesen Kürzungen, da reden wir ungefähr von 30%, als da wir schon 70% weniger hatten als der Rest des Landes, hat natürlich diese Kürzung von 30% uns besonders getroffen und ist für uns noch viel schlimmer im Norden des Landes. Das bedeutet, weniger Leute in dieser Region haben Zugang zur Universität. Und das ist auch wichtig zu sagen, die Bevölkerung im Norden des Landes ist proportional die Bevölkerung, die am ärmsten im Land ist. Und die Bevölkerung, die natürlich noch viel mehr Unterstützung braucht, um zur Universität überhaupt kommen zu können. Also, wenn es diese Kürzungen gibt, dann heißt das auch, dass es weniger Inklusion von diesen Menschen in der akademischen Welt geben wird. Also, das Recht auf Bildung wird hier beschnitten. Gehen wir also zurück auf die Menschenrechte. Marco Paulo, welche Auswirkungen gibt es da? Kannst du ein wenig ins Detail gehen und differenzieren, welche Konflikte entstanden sind aufgrund der Auswirkungen dieser politischen Veränderungen und welches die Akteure sind, die im Fokus dieser Konflikte stehen? Es wäre sehr gut, wenn du zum Beispiel auch darauf eingehen könntest, ob es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt dabei. Ich habe sogar Zahlen diesbezüglich aufgeschrieben. Also ich werde diese Frage dazu nutzen. Ich bin Rechtsanwalt. Ich arbeite für viele Klienten, für viele Menschen, die sich in Bedrohungen ausgesetzt sehen. Aber ich kann sagen, es ist ganz klar, dass die Hauptgruppe derjenigen, deren Menschenrechte verletzt werden, die Frauen sind. Die Zahlen sind sehr beeindruckend. 1.400 Frauen zum Beispiel sind in den letzten Jahren vergewaltigt worden. 38 wurden umgebracht, 410 sind inhaftiert worden und 37 sind vergewaltigt worden.
im vergangenen Jahr. 468 sind bedroht worden, nur im vergangenen Jahr. Davon 63 direkt bedroht und 16 inhaftiert im Gefängnis. Das ist eine sehr viel größere Herausforderung als der Kampf der Männer. Zum Beispiel eine indigene Führung, die gegen die Goldgräber in ihren Ländereien vorgeht. Und es gibt natürlich auch einen Machismo unter den Indigenen. Obwohl es diese Schwierigkeiten und diese Unterschiede gibt, so sind trotzdem die Frauen an erster Stelle dabei bei diesem Kampf. Wir hatten eine Guajajara, die auch zu dem Volk von Paulino gehört, die eine sehr wichtige politische Stellung innehatte. Sonia Guajajara. Die Kriminalisierung war auch ein sehr wichtiger Aspekt dabei. Bolsonaro hat einige Ziele ausgewählt. Ihr habt ja sicherlich schon von seinen Söhnen gehört und was sie alles von sich gegeben haben. Hier in Deutschland, in Amerika, wo auch immer. Diese Haltung ist sogar schon als Aufforderung zur Vergewaltigung offener Rassismus bezeichnet worden. Das sind die Politiken, die an der Tagesordnung sind. Ich würde sagen, dass es eine große Herausforderung gibt heute, um zu helfen und den Kampf der Frauen zu unterstützen. Nicht nur auf dem Land, da haben die Frauen immer sehr stark gelitten, sondern auch in Bezug auf den Umweltschutz, wo die Frauen an erster Stelle stehen. Sie haben gekämpft gegen den Staudamm Belo Monte beispielsweise. Gegen die Goldgräberei. Wer steht an erster Stelle, um die indigenen Länder zu verteidigen? Wiederum sind es die Frauen. Viele soziale Bewegungen, viele aktivistische Bewegungen sind von Frauen besetzt und in diesem Rahmen ist ihre Macht, ihre Ausprägung im Kampf sehr stark. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht kriminalisiert werden und zwar, dass sie diesen Kampf wirklich fortsetzen können. Vielen Dank. Andrea, jetzt sind wir schon im Übergang. Wir sind bereits dabei zu diskutieren, welche Strategien die Zivilgesellschaft verfolgen sollte, was sie aufbauen könnte. Und bevor wir damit beginnen, würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren über deine Arbeit, was die Lieferketten betrifft. Denn das verbindet ja das, was im Amazonasgebiet geschieht und unserem Konsumverhalten hier in Europa. Und vielleicht hilft uns das, was du zu sagen hast, das kritisch zu durchdenken. Gut, was geht im Amazonasgebiet vor sich, vor allem hinsichtlich wirtschaftlicher Tätigkeiten und was hängt zusammen mit Sklavenarbeit, den entsprechenden Konflikten und so weiter? Es sind in der Regel Tätigkeiten in der Viehzucht und der Landwirtschaft und auch im Abbau von Erzen. Also und manchmal gehen sie auch in einem dynamischen Prozess, in einem Verbundsystem vor. Sei es die Holzwirtschaft,
die kleinen Straßen, die verdeckt in den Urwald führen. Und dann gibt es da eine abgeholzte Stelle. Später wird sich dort eine Versender etablieren. Holzkohle wird hergestellt. Diese Holzkohle wiederum dient beispielsweise der Stahlindustrie, sogar in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahrzehnten, vor allem an der Grenze von Pará, ist das sehr häufig geschehen. Und die Viehwirtschaft, die zunehmend in dieser Region sich ausweitet, ist ebenfalls eine Tatsache. Sie ist nicht auf den Süden Brasiliens beschränkt. Wenn zum Beispiel ein Gebiet ausgewiesen wird, um Ethanol zu produzieren, und ein großer Landwirtschaftsbetrieb kauft dieses Land, sagen wir mal 100 Hektar, mit dem Geld, das jemand erhält im Süden dafür, kann er 2000 Hektar kaufen im Norden oder in der Region des Cerrado im Süden Brasiliens. Auch da beginnt ein Prozess, die Viehwirtschaft in den Norden zu verlagern, zunehmend. Manche Tätigkeiten werden eben in den Norden geschoben, regelrecht, weil es dort billiger ist. Circa 60% der Entwaldung in den letzten 30 Jahren hängt zusammen, glauben wir, mit der Viehzucht. Also eine Großvieheinheit, ein Ochse für 3000 Hektar beispielsweise. Es ist sehr extensiv, ist also nicht sehr produktiv, diese Viehwirtschaft. Die Sklavenarbeit, ebenfalls 33% in den letzten 25 Jahren, also circa 18.000 Arbeiter arbeiten auf großen Versenders, wo Viehwirtschaft betrieben wird. Ja, also all diese Abkommen wie das Sojamoratorium oder Tackfleisch, das läuft auch Gefahr. Selbst wenn die Situation schlecht war, schon vor 20 Jahren, so hat es doch gewisse Verhandlungen gegeben, gewisse Abkommen oder Übereinkünfte. Was kannst du dazu sagen? Sind sie einfach stillgelegt? Sind sie abgeschafft worden? Oder geht der Dialog weiter mit der Zivilgesellschaft? Ja, diese Übereinkünfte, die es gegeben hat, diese Abkommen, die es gegeben hat, waren natürlich sehr begrenzt in ihrer Fähigkeit, die Dynamik an diesen Grenzen zu beeinflussen. Es sind Abkommen oder Übereinkünfte, die voller Löcher sind, voller weißer Stellen. Es ist sehr schwierig, dass heute die Dinge weitergehen oder sich entwickeln, wenn die Regierung sie nicht unterstützt. Das Tackfleisch, ein großes Abkommen, das es gegeben hat, wo es um Standards ging und die Aufsicht, die Kontrolle der großen Fleischereien und Fleischbetriebe in Brasilien. Ja, dass diese Daten wirklich auch der Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt wurden, das entbehrt heutzutage jeder Basis. Also die Übereinkünfte, die Abkommen sind sehr fragil heutzutage und die Regierung hat kein Interesse daran. Vielen Dank. Gehen wir jetzt zum Thema über
Strategien. Zunächst einmal von der Zivilgesellschaft. Marco Polo, du gehörst einer NGO an. Die NGOs werden angegriffen, aber wahrscheinlich beginnen sie zu diskutieren und sich zu artikulieren. Kannst du uns einige Informationen geben über das, was geschieht in der Zivilgesellschaft in puncto Entwicklung von Strategien? Ja, das ist eine sehr schwierige Situation. Und wir sind sehr, sehr beunruhigt angesichts dessen, was so passiert. Und wir haben versucht, viele Debatten zu führen. Es gab die Wahlen und auch schon vor den Wahlen war die Situation nicht sonderlich gut, auch in Amazonien nicht. Es gab ja schon damals die Bedrohung. Und das, was jetzt durch die neue Regierung passiert ist, ist natürlich keine Überraschung. Aber so schnell, wie sich das entwickelt hat, das haben wir nicht erwartet. Die Schnelligkeit, wie sich die Dinge verändert haben, das war sehr, sehr intensiv. Ich würde sagen, dass wir haben heutzutage in der Legislative überhaupt keine einfache Situation. Also was auch immer dort an Gesetzen erlassen wird, das ist sehr, sehr schwierig. Und auch die Justiz hat natürlich eine schwierige Situation. Lula ist im Gefängnis und das war eine Entscheidung der Justiz, aber politischer Färbung. Das heißt also, es ist eine schwierige Situation und wir versuchen, Fortschritte zu machen. Und ich glaube, am besten ist es, lokal Widerstand zu leisten und die Zivilgesellschaft mit einzubinden. Und was sehr interessant ist, ist auch der internationale Druck. Also Bolsonaro hat gesagt, er wollte kein Geld haben vom Amazonas-Fonds und Frankreich hatte ja Geld angeboten und dann hat er schlecht darauf reagiert und dann hat er seine Meinung geändert, weil er Druck bekommen hat und auch das war sehr, sehr wichtig. Ich glaube, der internationale Druck zusammen mit der Verbindung unterschiedlicher Akteure der Zivilgesellschaft und sozialer Bewegung. Das ist fundamental. Ich glaube nicht, dass es einen Widerstand geben wird gegen das Agrobusiness, gegen die Viehzucht und gegen die Zerstörung Amazoniens, außer ausgehend von den Leuten, die dort leben. Also wir sind ja jetzt in Europa und ich glaube, dass es eine wunderbare Chance ist, hier zu sein. Also wir sollten uns überlegen, wie wir gemeinsam vorgehen könnten, wie zum Beispiel Europa und Mercosur, also was man da machen kann. Dieses Übereinkommen, wo es um Rohstoffe geht, Mais, Soja und so weiter, der dann hierher exportiert wird. Und das Ganze hat ja einen Hintergrund. Und das Agrobusiness ist verantwortlich für 40% der CO2-Emissionen und der Treibhausgase. Und das ist ein Desaster für die Amazonien. Auch das müssen wir diskutieren. Wir müssen also dieses Übereinkommen blockieren, weil es für sehr großen Schaden für sehr viele Leute anrichten wird. Das heißt, wir müssen die Zivilgesellschaft in Amazonien unterstützen und ich denke, das ist der wichtigste Teil der Strategie. Aber ich wollte eigentlich wissen, also was schon passiert und ob es bereits Meetings gibt von NGOs oder eine neue Plattform beispielsweise. Gibt es einen Dialog, gibt es Forderungen, gemeinsame Forderungen? Also noch einmal die Frage an Sie und dann gehe ich noch mal zu Marcella, um zu hören, ob es schon Widerstandsbewegungen an den Universitäten gibt. Ja, es gibt solche Dinge bereits. Wir haben unterschiedliche Meetings schon gehabt. Es gibt unterschiedliche Verbindungen von NGOs. Es sind so viele Dinge auch natürlich, die wir momentan gleichzeitig angehen müssen. Es gibt bereits auch dieses Gesetz des Landgrabbings. Wir nennen es das Landgrabbing-Gesetz, wo es ganz leicht ist, an Land heranzukommen. Also
Es gibt aber Leute, die versuchen dagegen vorzugehen. Und es gibt neue Projekte, insbesondere in der Xingu-Region, wo man versucht, auch gegen die Bergbauaktivitäten vorzugehen. Wie ich schon sagte, es gibt so viele Themen gleichzeitig, die wir beackern müssen. Vielleicht kannst du mir auch noch mal helfen in Bezug auf diese Frage des Widerstands. Marcella, gibt es an den Universitäten, gibt es bereits eine neue Widerstandsbewegung, eine Systematisierung angesichts dieser vielen Bedrohungen, die Apollo uns genannt hat? Ja, ich glaube, wir müssen uns weiter stärken. Was aber ganz interessant ist im Bereich der Universitäten in Brasilien, ist, dass und das hatten wir eine Weile nicht in Brasilien, zumindest kann ich mich daran nicht erinnern, als ich Studentin war, vor 20 Jahren oder ein wenig mehr, das gab es damals nicht. Das war beispielsweise die Professoren und die ganzen Leute, Mitarbeiter der Universitäten. Also es gibt ja die Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter, unterschiedliche Kategorien von Mitarbeitern. Und wir sehen jetzt, dass die unterschiedlichen Gewerkschaften und die Repräsentanten dieser unterschiedlichen Kategorien nach viel Streit, die haben sich immer bekriegt, also sehr jahrelang, und jetzt gibt es eine Diskussion, eine gemeinsame Diskussion, die durchaus interessant ist, die auch über die Lohngestaltung hinausgeht. Also lange haben wir immer über Rechte an den Universitäten gesprochen. Und das nach der Redemokratisierung natürlich, in Bezug auf die Lohndynamik. Und jetzt gibt es eine Debatte, die aufkommt an den Universitäten, die darüber hinausgeht. Beispielsweise in Amazonien, also wie ich schon vorher gesagt hatte, die öffentliche Universität ist absolut strategisch wichtig. Und sie ist außerdem strategisch, um Demokratie in der Zukunft zu diskutieren. Welche Art von Demokratie wollen wir? Welche Zukunft wollen wir schaffen für uns? Das ist absolut fundamental, um uns, dass wir auch Wissen weiter verbreiten können, was aus Amazonien kommt, und auch außerdem ist es im Kontext von Bolsonaro sehr wichtig zu sehen, dass es eine Reperiferisierung von Amazonien gibt. Was will ich eigentlich damit sagen? Die Politik, die wir seitens Bolsonaro nun sehen, seit der Wahlkampagne, und das ist auch interessant zu sehen, es ist auch so, als wenn er nie aus der Wahlkampagne rausgetreten ist. Also seine gesamte Regierung ist im Grunde wie eine einzige Wahlkampagne. Also das sollten wir vielleicht auch noch mal analysieren. Jetzt habe ich mich ein wenig verloren. Genau. Also ich fange jetzt nochmal von vorne an. Also die Produktion des Wissens ist sehr, sehr wichtig dafür. Warum? Weil bei diesem Versuch, eine Reperiferisierung von Amazonien vorzunehmen, haben wir versucht, alle zusammenzuführen, um gemeinsam Wissen zu schaffen. Qualitativ hochwertiges Wissen über die Region, von der Region. Wir schaffen Wissen über diese Region. Darüber hinausgehend von dieser Vorstellung der Peripherie, also dass wir uns an der Peripherie befinden. Und das wird jetzt immer mehr diskutiert, und auch das ist sehr, sehr wichtig für uns. Vor zwei Monaten wurde gesagt, da gab es einen neuen territorialen Ordnungsplan, der angekündigt wurde seitens der Regierung. Das ist ein altes Projekt, aber es ist sozusagen eine Revitalisierung eines alten Plans für den Norden, wo Teile von unserem Territorium von betroffen sind. Eine wirklich komplizierte Region, und das sind einige der Regionen, wo es immer noch eine große Walddecke, also Urwalddecke gibt, und jetzt werden Ressourcen mobilisiert, auch für die Universität, von den Universitäten, also uns wird Geld genommen,
Und es wird unglaublich viel Geld investiert in die Militärschulen, also Kampfschulen, Kommandoschulen, die auch Universitäten haben, wo auch PhDs ausgebildet werden und so weiter. Und dafür gibt es immer Geld. Dort werden die Ressourcen verteilt, aber für die öffentlichen Universitäten, insbesondere im Bereich Geisteswissenschaften, da haben wir wirklich Probleme, Ressourcen zu bekommen. Das heißt, diese Union, die es nun innerhalb der Universität gibt, nach viel Streit, aber die sich immer weiterentwickelt, abgesehen von dieser ganzen Lohnpolitikgeschichte, gibt es nun eine Politik der Produktion des Wissens ausgehend von Amazonien. Und ich glaube, dass es ein großer Teil des Widerstands ist, um diese Region wieder zu reperiphrasieren, so nenne ich das. Ja, vielen Dank. Jetzt werden wir, also das ist die letzte Runde hier im Panel, und dann werden wir außerdem auch öffnen für Antworten und Fragen und Antworten aus dem Publikum. Und die letzte Frage wäre jetzt die folgende, also auf eine differenzierte Art und Weise. Was können wir in Europa tun? Was können wir in unseren unterschiedlichen Rollen machen? Es gibt die akademische Welt, es gibt die Regierung, es gibt die NGOs, es gibt die Stiftungen, die Kirche, also welche Gruppe auch immer. Also, was denkt ihr? Was sind eure Ideen oder Forderungen oder Hoffnungen? Was könnten wir hier tun? Ja, wer auch immer möchte, kann hier antworten. Und dann diskutieren wir mit dem Publikum und danach werden wir noch eine letzte Runde machen. In der Hoffnung, dass wir auch einige gemeinsame Strategien hier vorstellen können. Ja, ich möchte auf diese Frage antworten, beziehungsweise ich möchte auf deine vorherige Frage zurückkommen, und zwar über die Mobilisierung der Bewegungen in Brasilien und der Reaktionen auf die Situation. Die Organisationen sind weiterhin aktiv. Es hat niemals eine Zeit gegeben, in der sie total apathisch waren. Also sie sind weiterhin aktiv, wie sie es immer waren. Die große Frage ist, dass es sehr viel schwieriger geworden ist, aktiv vorzugehen in verschiedenen Kontexten. Die Situation der Sicherheit auf dem Land, die Konflikte, die mangelnden Ressourcen, die ich mit Informationen arbeite, der schwierige Zugang zu Informationen. Was ich also sehe im Augenblick ist, dass dieser externe Dialog uns helfen kann, wieder an Kraft zu gewinnen, um die Probleme zu diskutieren, die wir heute erleben. Dass die Zivilgesellschaft gestärkt wird, dass sie etwas robuster wird, vor allem auf akademischer Ebene in Brasilien. Ich glaube, das muss etwas Qualifiziertes werden, ein qualifizierter Dialog zwischen Ländern. Eines der Podien dieses Dialogs wird natürlich das Abkommen EU-Mercosur sein, der zur Debatte steht. Er ist ja in der ersten Instanz sozusagen abgesegnet worden. Natürlich alles sehr kompliziert, gerade in einer Zeit der Regierung Bolsonaro. Und vor allem, wenn wir jetzt an dieses Abkommen denken, es ist klar, es ist kein nachhaltiges Abkommen in diesem Augenblick. Aber gleichzeitig stört es mich zu denken, dass ein Widerstand in Europa einfach so aussieht, ja, wir wollen das Abkommen nicht einfach von sich schieben und dann diskutiert man auch nicht mehr über die vorhandenen Probleme, über Nachhaltigkeit zum Beispiel. Also, ein Abkommen, das in Kraft tritt, ohne dass wir die Millionen an kleinen Problemen, die es gibt, erörtert haben, ohne dass wir sie
diskutiert haben, ohne dass wir diskutiert haben, was denn eine nachhaltige Beziehung zwischen Brasilien und der EU sein könnte. Das sind kleinere Fragen, es ist keine große Debatte, aber es ist ganz konkret. Ich nenne zwei Beispiele. Und zwar immer hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Eins, einfach mal diese schwarze Kiste öffnen, wo drin steht, wer in Brasilien was besitzt. Wer ist der Eigentümer? Die Gesellschaft verfügt nicht über diese Informationen und kann also auch nicht den Prozess der Entwaldung, der Zerstörung der Umwelt der Indigenen begleiten. Es gibt ein Dokument, abgekürzt GPA. Also immer, wenn es auf einer Versender, wenn Viehherden von einer Versender auf die andere transferiert werden, dann bedarf es sozusagen eines offiziellen Lieferscheins, ja, der diese Bewegung dokumentiert. Das wäre ein erster Schritt, denn es geschehen viele Verbrechen auf dieser Ebene. Es geht weiter, also die Tiere werden woanders hin verbracht und dann haben wir in der nächsten Kette den Verbraucher und so weiter. Ja, wie können wir immer im Hinblick auf die Nachhaltigkeit diskutieren hinsichtlich jeglicher Abkommen der Zukunft? Wenn wir sagen, ja, wir wollen das nicht und wenn wir dann alles verlieren, nein, ich denke, die Diskussion muss stärker in die Tiefe gehen. Ja, das bedeutet also Arbeit, viel Arbeit. Marco Paolo, möchtest du etwas sagen? Was können wir hier tun? Welche Gruppierungen, NGOs oder wer kann aktiv werden? Ich denke, wir müssen die Brücke schlagen, also gemeinsame Aktionen entwerfen. So vereinzelt denke ich, ja, es ist schwierig. Gehen wir in den Bereich Bildung. Als die Ressourcen, die Mittel den Universitäten gestrichen wurden, da gab es natürlich Auswirkungen. Es gab auch Kenntnisnahme davon, vor allem bei den öffentlichen Universitäten. Und es haben sich Stimmen geäußert, dass sie nicht zufrieden sind damit. Was wir in Brasilien machen müssen und vielleicht auch in Europa, ist wirklich das Denunzieren, was passiert ist. Also den Finger in die Wunde zu legen, nicht einfach schweigen. Das ist wichtig. Wenn Bolsonaro sagt, dass die NGOs, also während der Zeit, als Amazonien brannte, und wenn Bolsonaro dann behauptet, dass die NGOs den Wald im Amazonasgebiet angezündet haben, dann können wir das nicht einfach hinnehmen. Er will natürlich damit ein bestimmtes Publikum befriedigen, aber das darf nicht, obwohl es total verrückt erscheint und ein Nonsens, das darf aber nicht dazu führen, dass wir uns ruhig verhalten, dass wir nichts dazu sagen, dass wir die Situation nicht denunzieren und ankreiden. Also diese Verleumdungen, die er gemacht hat, müssen so weit führen, dass also Bolsonaro gerichtlich belangt wird vom obersten Gerichtshof. Es gibt viele gute Parlamentarier, die im Widerstand sind. In der Judikative kämpfen wir ebenfalls. In der Regel verlieren wir, aber ich glaube, ja, sicherlich ist das eine der schlechtesten Mächte der Welt. Aber diese Gruppen unterstützen, wie die der Indigenen, die hier waren,
Die müssen wir unterstützen. Die sind dort vorne in erster Linie. Die werden Widerstand leisten. Die werden bedroht. Sie haben keine Finanzen zur Verfügung, um ihren Kampf zu finanzieren. Aber dass diese Gemeinschaften auch miteinander reden, das ist ebenfalls sehr wichtig. Wir haben die Unterstützung von einigen Organisationen hier aus Europa, zum Beispiel die Heinrich-Böll-Stiftung. Es ist unglaublich wichtig für Organisationen in Brasilien, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, diesen Kampf in isolierter Form vorzunehmen. Brücken bauen, zusammen etwas tun und diese Völker dort unterstützen. Das scheint mir wichtig. Ja, ich bin voll und ganz damit einverstanden. Ich denke, wir müssen über diese Brücken gehen, über diese Brücken, über den Austausch an Informationen operieren. Und zwar hinsichtlich derjenigen, die an der Front sind, an der Spitze. Und da gibt es zwei sehr wichtige Aspekte. Einmal die agroökologische Bewegung in Brasilien, davon ist ja oft die Rede, da gibt es die Denunziationen, aber es wird auch etwas verkündet. Wenn man etwas verkündet, ist es in der Regel etwas Positives. Wenn man denunziert, steht ein Problem dahinter. Also etwas, das sehr stark im Diskurs Bolsonaros vorhanden war, als er die Macht übernommen hat. Also diejenigen, die in den Quilombola-Gebieten sind, in den Indigenen. Er sagt, das ist Quilombolas und Indigene, die sind zu nichts Nutze. Ich werde keinen Zentimeter weiterhin Schutzgebiete ausweisen. Wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir uns solidarisieren, um das, was höchst interessant ist an diesen Orten hinsichtlich agroökologischer Produktion, Diversität und so weiter, verbreiten, wenn wir diese Informationen weiterleiten, Technologien diverser Natur im Bereich Gesundheit, Pflanzen und so weiter, es geschieht sehr viel Positives, es wird sehr viel Gutes produziert und das wäre eben etwas Positives annoncieren, mitteilen. Das wäre ebenfalls eine Brücke. Ein weiterer Punkt, was hier angesprochen wurde, und zwar, es hat auch mit Emotionen zu tun, auch im Bereich jetzt denunzieren. 2017, 2018 gab es eine Studie, die auch hier, glaube ich, veröffentlicht wurde, in der verschiedene Personen beteiligt waren, auch ich selber. Das heißt, die Pensionsfonds in Europa werden verbunden mit der Landbewirtschaftung in Brasilien. Nach der Finanzkrise 2008 ist das Land eines der wichtigsten Aktiva geworden. Und wenn wir jetzt diese Konnektion, diese Verbindungen herstellen, die Menge an Geld, die als Private Equities in Pensionsfonds angelegt wurde in Europa, in den Vereinigten Staaten, das hat dazu geführt, dass die Gewalt in verschiedenen Territorien Brasiliens gestiegen ist, vor allem in den Grenzbereichen zwischen Cerrado und Amazonien, nämlich der Streifen, wo die Hauptentwaldung stattfindet. Also diese Spitze, dieses Ende hier auf dieser Seite, die über Entwaldung spricht, über die Verletzung von Menschenrechten und so weiter, das hat sehr viele Menschen
aufgerüttelt. Sie wussten nicht, woher die Gelder kamen, wo sie investiert wurden, wo ihre ureigenen Rechte gewährleistet wurden. Also hier, diejenigen, die investierten, wussten nicht, dass das auf Kosten der Rechte von anderen auf der anderen Seite des Ozeans ging. Manchmal werden wirklich Menschenrechte verletzt, ohne dass diejenigen, die sie verletzen, es wissen, dass sie dazu beitragen. Und diese Informationen sind sehr, sehr wichtig, strategisch gesehen. Dankeschön. Mehrmals, also dass der Dialog, den wir miteinander führen, zwischen Brasilien und Deutschland, dass es ein qualifizierter Dialog sein sollte, weil die Verbindungslinien nicht so einfach zu durchblicken sind, sondern dass man sich richtig damit beschäftigen muss, um Causa und Effekt auseinander zu dividieren und dann dementsprechend reagieren zu können. Das fand ich, ist jetzt mehrmals gekommen, das war sehr interessant. Und an diesem Punkt möchte ich jetzt die Diskussion ans Publikum weitergeben. Ich habe gedacht, also oft sagt man ja, stellen Sie Fragen. Da es sich hier um ein sehr qualifiziertes Publikum handelt, möchte ich Sie auch einladen, in den Dialog einzutreten. Also ich bin durchaus, freue ich mich auch über Redebeiträge zu diesen Themen. Ich bitte Sie nur, die sehr kurz zu halten. Also wir sind hier sehr viele Menschen, wir haben nur noch eine begrenzte Zeit. Haben Sie irgendwelche interessanten Ideen, können Sie die gerne äußern. Es muss keine Frage sein, ansonsten Fragen. Wir machen eine Runde, ich sammle mal so ein paar Fragen und gebe die zurück und dann machen wir noch eine zweite Runde. Und danach kommen wir zu einem Schlussplädoyer unserer Gäste. Gut, wir fangen an. Also wer möchte, wer läuft rum mit dem Mikrofon? Gut, hier vorne war eine Wortmeldung, da ist eine Wortmeldung. Ich habe ein bisschen Gegenlicht, also du müsstest auch aufpassen. Ja. Ja? Und bitte immer vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir reden. Mein Name ist Lutz Taufer, Weltfriedensdienst. Ich habe eine Frage an André. Ich habe 10 Jahre in Favelas im Großen Rio de Janeiro gearbeitet, bis 2012, und werde heute immer wieder gefragt, warum so viele Favelados Bolsonaro gewählt haben. Ne? Ich glaube, das haben tatsächlich viele Favelados Bolsonaro gewählt. Und ich glaube, das sind natürlich mehrere Faktoren. Das ist zum einen, dass in der Favela morgens um 7 der Fernseher angeschaltet wird, und der läuft bis Mitternacht Rede Globo, die bis 2018 eine aggressive Denunziationspolitik gegen die PT-Regierung gemacht haben. Auf der anderen Seite die evangelikalen Kirchen, Assemblea de Deus und so weiter. Drittens, in den 10 Jahren, ich da in der Favela war, ist nicht ein einziges Mal jemand von der PT aufgetaucht. Also die haben kein eigenes Narrativ reingebracht zu ihren sozialen Reformen. Aber meine Frage geht zu den Medien. Es gibt in den Favelas noch immer viele funktionale Analphabeten, die können gerade mal ihren Namen schreiben oder eine Überschrift lesen, aber keinen Artikel. Nee. Und die lesen WhatsApp, die informieren sich über WhatsApp, Fake News, und das ist mit ein gewichtiger Grund für die, dass viele von ihnen gegen ihre eigenen Interessen Bolsonaro gewählt haben. Nee. Deswegen meine Frage, was kann ein investigativer Journalismus gegen diese Seuche, muss man sagen, tun? Dankeschön. Wunderbar. Wir sammeln, André, ja. Wir sammeln ein paar Fragen. Kannst du dir das merken? Ja? Gut. Nein, weil er keinen Block hat, deswegen. Weil wer weiß, wie viele Fragen noch kommen. Wir wissen es nicht. Okay. Gut, ich habe es auch aufgeschrieben. Gut, weitere Fragen. Ja, bitte. Hallo, Lena Michelsen vom Inkota-Netzwerk. Ich hätte eine Frage und einen Kommentar. Erstmal würde ich total gerne zustimmen dem Punkt, dass es uns irgendwie nicht, also dass es nicht nur darum gehen sollte, dass wir EU-Mercosur das Abkommen verhindern, sondern auch die jetzt schon desaströsen ökonomischen Beziehungen hinterfragen. Und wir wollen ja nicht beim Status quo bleiben. Das möchte ich nur unterstützen.
Und hätte da aber noch die Frage, weil hier ja sehr viel diskutiert wurde, macht sowas Sinn wie Boykott einzuführen, auch im Rahmen jetzt von Amazonas, also der Brände, da wurde das ja hier sehr viel diskutiert. Und da habe ich sehr viele unterschiedliche Meinungen gehört und da würden mich eure Meinungen interessieren. Und noch zu der Rolle oder zu der Frage, welche Rolle haben wir hier auch in der EU, in Deutschland, wäre jetzt mein persönlicher Kommentar. Das ist auch total wichtig, ist, dass wir als deutsche kritische Zivilgesellschaft uns einsetzen und auch deutsche Konzerne, die in Brasilien tätig sind, anprangern. Das sind nicht nur die Pensionsfonds, die genannt wurden. Da hat Fian irgendwie sehr gut die Cases aufbearbeitet. Sondern auch Konzerne wie Bayer, was ja jetzt der größte Agrarkonzern ist. Und der ist zwar nicht jetzt in die Rinderzucht involviert, aber durchaus werden da ja Millionen Tonnen Glyphosat verkauft für den Sojaanbau. Und da haben wir, finde ich, irgendwie die Rolle, diese Konzerne Bayer, BASF ganz stark in die Kritik zu nehmen. Danke. Zu dem letzten Beitrag eine Zahl. Seit Bolsonaro die an die Regierung gekommen sind, sind 356 neue Agrargifte in Brasilien zugelassen worden. So, weitere Fragen? Schönen guten Abend, Burkhard Birke vom Deutschlandradio. Rafael Correa, der Präsident von Ecuador, hatte mal den Vorschlag gemacht, auf Ölbohrungen im Yasuni-Nationalpark zu verzichten, wenn die internationale Gemeinschaft dafür Geld gibt, kompensativ aktiv wird. Wäre eine solche Lösung, weil Umweltschutz, die Lunge der Welt, hat ihren Preis, das betrifft uns alle, wäre eine solche Lösung eine Möglichkeit, über die man nochmal aktiv nachdenken sollte? Das ist eine Frage an alle, ne? Ja. Gibt es noch weitere Beiträge jetzt, in diesem Moment? Hallo? Ja. Ich bin Angelika Schaffrath-Rosario von FIAN und ich möchte nochmal an diese Mercosur-Verhandlungsidee anknüpfen. Ich finde es interessant, dass das genannt wurde. Und ich wollte als Beispiel dafür, dass es auch wirklich möglich sein kann, Blackboxes zu öffnen, was zum Beispiel die Herkunft von landwirtschaftlichen Produkten angeht, dass es zum Beispiel mal in Mato Grosso do Sul einen Ausbruch von Maul- und Klauenseuche bei den Rindern gab und dann war für eine gewisse Zeit, bis das vorbei war, die Einfuhr von Rindfleisch aus Mato Grosso do Sul aus dieser Region in die EU verboten. Das heißt, da kann man durchaus auch drauf zurückgreifen, um zu sagen, ja, dann können wir auch aus menschenrechtlichen Gründen gewisse Produkte aus gewissen Regionen eben fordern, dass es nicht importiert wird. Und es ist offensichtlich möglich, wenn der politische Wille da ist, das auch nachzuverfolgen. Dankeschön. Gut, dann gebe ich die Fragen jetzt zurück. Also wir haben die Frage nach der Rolle des Journalismus, des kritischen Journalismus in Situationen, wo eine eher orale Kultur herrscht und die Information eher über WhatsApp geht. Wir haben mehrere Kommentare und Fragen zu EU-Mercosur. Welche Strategien könnte es geben, sich damit zu beschäftigen und inwieweit wäre es wichtig, die bereits bestehenden Verhältnisse offenzulegen? Die Frage, ob Boykotte Sinn machen, Wirtschaftsboykotte, Denunziationen von Bayer, Monsanto und eine weitere Frage, ob es eine Forderung sein könnte an die internationale Gemeinschaft, sehr hohe Kompensationszahlungen anzubieten, um bestimmte Mineralien im Boden zu lassen, nach dem Beispiel von Yasuni in Ecuador. Wer möchte anfangen? Also wir machen jetzt eine Runde. Also das waren die Fragen. Die einzige, die spezifisch war, war die mit dem Journalismus an André. Die anderen Fragen, da kann jeder von euch gerne etwas zu sagen. Wer möchte anfangen? Ja, zunächst einmal die Frage in Bezug auf wie Bolsonaro gewählt wurde und warum so viele Leute oder Bewohner der Favela oder arme Leute Bolsonaro gewählt haben.
Ich glaube, dass was man sagen muss, ist, dass es keine einfache Antwort auf diese Frage gibt. Brasilien ist ein Land, das kontinentale Ausmaße hat, mit 210 Millionen Einwohnern. Wir haben eine große Diversität sozialer Natur, aber auch demografisch und wirtschaftlich gesehen, aber auch in Bezug auf die Ethnien, die dort leben. Und es gibt unterschiedliche Motivationen. Und es gibt eigentlich nie eine einfache Antwort auf Fragen in Brasilien. Und ich glaube, also eine Schlüsselsache, um das zu verstehen, war, und das ist ja nicht unbedingt logisch, aber während der PT-Regierung gab es diese wirtschaftliche Krise und die Ärmeren in der Bevölkerung waren die Ersten, die das gespürt haben. Und jedes Individuum wird dann denken, okay, also wenn es irgendwas, welche Probleme gibt, dann ist die Regierung dafür schuld. Und sie wissen nicht unbedingt, dass während der Regierung PT auch bestimmte Sachen gab, die nicht unbedingt der Regierung zuzuschreiben waren. Also, auch was Marco schon gesagt hat, es war ein sehr unterschiedlich gefärbte Regierung und außerdem gibt es natürlich noch wichtige Sozialaspekte, um das zu verstehen. Natürlich ohne Zweifel ist auch die Religiosität ein Teil der Bevölkerung, wo die Bevölkerung sozusagen sich verstanden gefühlt hat, wo es eine einfache Botschaft gab für sie, die sie verstanden haben mit dieser neuen Regierung. Und das kann man natürlich auch nicht zu sehr vereinfachen. Also nicht jeder Arme ist Evangelikaler. Aber sie haben sicherlich eine konservative Sicht der Dinge, die Evangelikalen, auch was sexuelle Angelegenheiten angeht, etc. Und ich glaube, was außerdem wichtig war, wie die Leute sich heute informieren und wie sie herausfinden können, was ist wirklich wahr, was ist nicht wahr. Es ist ein Chaos. Also es gibt so viele Informationen. Es ist sozusagen die Welt der Postwahrheit. Auch das existiert bei uns. Und es gibt diese neuen Kommunikationsformen und man glaubt an das, was jemand einem zugeschickt hat. Und der Präsident ist natürlich da auch sehr gut organisiert gewesen. Und es gab also das WhatsApp, was sehr stark in den Wahlkampagnen genutzt wurde, für Massen-Messages, um bestimmte Bevölkerungsschichten und soziale Schichten zu erreichen und bestimmte Ideen zu übermitteln. Und wie kann man dagegen vorgehen? Das ist wirklich sehr, sehr kompliziert und ich glaube, es ist ein Problem für den gesamten Journalismus auf der Welt. Wie können wir dagegen vorgehen? Also wie kann man Fakten wirklich darstellen und transportieren? Es gibt so viele Gegenargumente heutzutage und so viele Gegenbotschaften. Und ich glaube, was schon gemacht wird und was gestärkt werden muss, ist wirklich zu identifizieren, wo es diese Prozesse gibt, wie sie funktionieren und die ganze Maschine, die es dahinter gibt in den ganzen sozialen Medien. Also und auch in den Wahlen in Brasilien gab es eine riesige Maschinerie, die da sehr gut funktionierte. Und wenn man herausfinden wollte, wer von wem was kam, dann konnte man sehen, dass es unterschiedlichste Verbindungen in der ganzen Welt gab, um bestimmte Informationen zu platzieren. Und all das muss offengelegt werden. Und es muss aufgedeckt werden, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht das Wort jetzt an meine Kollegen weitergebe, lieber. Also eine Frage in Bezug auf das. Unter den Journalisten, gibt es dort eine Diskussion, eine qualifizierte Diskussion, wie man darauf reagieren kann, also professionell darauf reagieren kann gegen diese falschen Informationen, die beispielsweise über WhatsApp verteilt werden? Ja, die Reaktionen, die möglich waren, sind auch heute immer noch dieselben. Das heißt, man muss
nachforschen. Man muss erforschen, wer hat es finanziert? Wie werden solche Netzwerke, Fake News Netzwerke aufgebaut? Wer steht dahinter? Und das muss man dem Publikum kommunizieren. Das kann auch Auswirkungen haben für die Zukunft, dass man also sich befähigt, die Situation, die an der Tagesordnung ist, heute oder in Zukunft zu bekämpfen. Ja, ich habe mir schon einige Punkte hier aufgeschrieben, eher für die Endrunde. Okay, gut, jetzt oder nie. In Anlehnung an das, was André gerade gesagt hat und auch hinsichtlich der Frage über die Religion. Wenn wir an Brasilien denken, dann denke ich, das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir keine einfachen Antworten anstreben sollen, vor allem für Dinge, die äußerst komplex sind. Wir müssen immer die Ursachen suchen, um die Auswirkungen zu verstehen. Die Dinge gehören zusammen. Spezifische Sektoren, die im Kongress debattiert wurden, und zwar durch die Interessierten selbst, nicht unbedingt über Lobbys. Das ist de facto geschehen über die Evangelikalen, über die sogenannte BBB, also Evangelikalen, Großgrundbesitzer und so weiter, abgekürzt BBB. Und das definiert ganz klar den Weg, den die Politik geht im Land. Blutrünstigkeit, Beeinflussung der öffentlichen Meinung, Zensur. Und das alles hat ein religiöses Gehalt, nicht als Religiosität, sondern im Sinne einer Radikalisierung, also wie diese politische Gruppe sich die Religiosität einverleibt hat, als Mittel dazu, bestimmte Schichten zu dominieren. Im Diskurs der Parlamentarier, im Diskurs von Bolsonaro und seiner Mitstreiter, wird das verbalisiert. Es geht um Gut und Böse, um Schwarz und Weiß. Wenn wir nachdenken über konkrete Aktionen, also Boykott oder Abkommen oder auch Bayer ist zum Beispiel stark anwesend auf dem brasilianischen Markt, die Agrotoxika, ja. Die Pensionsfonds werden eingesetzt für bestimmte Mechanismen der landwirtschaftlichen Produktion im Rahmen des Großgrundbesitzes. Und da werden Tausende von Litern von Agrogiften verwendet. Es ist von daher sehr wichtig, wenn wir einen Boykott diskutieren oder kritisch das Abkommen EU-Mercosur oder andere diskutieren, also den globalen internationalen Handel, dann ist es wichtig, daran zu denken, auf der Grundlage, welches Produktions- und Entwicklungsmodells die Produkte erzeugt werden, für die beispielsweise Sondertarife diskutiert werden. Ja, könntest du vielleicht noch etwas sagen über das Modell Yasuni?
Ele me intimou a falar. Ja, er hat mich jetzt aufgefordert. Ja, es ist eine wichtige Frage. Yasuni, der internationale Vorschlag, das Erdöl im Boden zu belassen. Das ist sehr interessant, wenn wir auch eine systemische Debatte darüber realisieren können, zum Beispiel einen Boykott, das Erdöl im Boden zu belassen und eine finanzielle Kompensation dafür als Alternative anzuregen. Das kann man natürlich auch nur, wenn man das Gesamtsystem unter die Lupe nimmt. Denn wenn wir das nicht tun, laufen wir Gefahr, Ursache, Effekt, Ursache und Folge nicht entsprechend zu berücksichtigen. Ich habe vor kurzem von gesprochen mit indigenen Gemeinschaften in Kolumbien. Und da gibt es einen Vorschlag, der wahrscheinlich umgesetzt wird. Es geht nicht nur um Amazonien in Brasilien, aber in Zentralamerika, Kolumbien, Ecuador, Chile. Da gab es ja, brodelte es ja bereits. Und wir haben miteinander gesprochen, bevor die Bewegungen ausbrachen in diesen Ländern. Ein Vorschlag wurde angenommen. Doña Merlo, eine große Kämpferin, die hat gesagt, ja, das machen wir. Und ich denke, das wird früher oder später auch hierher kommen, dieser Vorschlag. Und zwar geht es um die schwarze Liste. Hier gibt es die Schufa. Wer einen Schufa-Eintrag hat, kann nichts mehr kaufen. Wir müssen also in Brasilien die schwarze Liste der Sklavenarbeit anfertigen. Es sind die Unternehmen, die auf dieser Liste stehen. Und zwar bevor Bolsonaro aufgehört hat, Sklavenarbeit zu kontrollieren in Brasilien. Diese Liste gab es und diese Liste hat die Unternehmen sehr stark gestört. Wenn wir das für Amazonien anlegen, eine solche Liste, werden wir euch informieren. Ja, ganz schnell die Frage des Boykotts, ob das gut oder schlecht ist. Ich denke, Boykott ist ein legitimes Instrument der sozialen Aktion. Vieles hat man auf der Welt bereits über Boykott erreichen können. Aber was mir wichtig erscheint, ist, dass Aktionen, Boykottaktionen nicht nur als Reaktionen fungieren dürfen, sondern sie müssen auch Vorschläge machen. Man muss sagen, ich will das nicht, es sei denn, es wird so und so gemacht. Man muss beim Boykott eine Alternative anbieten gegen das, dass man boykottiert. Sonst gibt es einfach nur negative Auswirkungen, die nicht das Interesse derjenigen treffen, also der Gesellschaft, die den Boykott erleidet. Wir müssen identifizieren hier, was wollen wir von Brasilien? Eine positive Agenda erstellen. Boykott ja, aber wenn du mir nicht das gibst, so wie ich es möchte, dann sind wir nicht, finden wir nicht zusammen. Dankeschön. Gibt es weitere Kommentare oder Fragen seitens des Publikums? Thomas? Guapolo,
Marco Polo und Marcela. Er kommt aus dem Bundesstaat Pará in Brasilien. Und wir haben jetzt... speziell die Frage an dich, Marco Apollo. Wir haben in der letzten Zeit aus Brasilien sehr viele erschreckende Nachrichten bekommen über die Ansteigen von Gewalt von Polizei. In Rio de Janeiro sind die Morde durch Polizisten unheimlich angestiegen. Wir haben aber auch Notizen aus Amazonien bekommen. Gerade jetzt die letzte Woche sind 14 Menschen in Manaus durch die Polizei ermordet worden. Auch aus Pará gab es in diese Meldung. Wie seht ihr als Menschenrechtsorganisation jetzt dieses Ansteigen von Gewalt in den Städten Brasiliens? Wir haben am meisten Nachrichten aus Rio de Janeiro bekommen, aber eben auch aus Amazonien. Und wie reagieren Menschenrechtsorganisationen auf diese neue Entwicklung unter Bolsonaro? Obrigada, mais uma pergunta. Vielen Dank. Dann die letzte Frage. Lateinamerika-Forum. Ich finde einfach, man kann nicht über Amazonien reden, ohne über die katholische Kirche zu sprechen. Über Evangelikalen ist klar. Da hatten wir doch den Papst, der zur Synode eingeladen hat im Oktober. Am Anfang hat man noch ein bisschen was gehört oder gesehen im deutschen Fernsehen. Danach habe ich nichts mehr gehört. Also das Abschlussdokument muss es geben. Was ist denn rausgekommen? Ich weiß es nicht. Jetzt ist gerade in Würzburg die Fortsetzung, die Nachbereitung der Synode. Wie ist es denn in Brasilien aufgenommen? Ich weiß nur, dass die Regierung sehr aufgescheucht war mit dieser Synode, dass sie versucht haben, da irgendwie zu intervenieren. Und übrigens, wer noch Interesse hat, die Debatte fortzusetzen, am Donnerstag geht es weiter. Und da reden wir über Wege auch, wie man aus Amazonien sozusagen neue Wege, was der Papst auch wollte, rauskommt. Ganz konkret, das ist im Rathaus Charlottenburg, BVV-Saal. Herzlich sind alle eingeladen, ganzen Tag, 9.30 Uhr bis abends 22 Uhr. Vielen Dank. Okay. Also die letzten zwei Fragen. Zunächst einmal Marco Apollo in Bezug auf die Frage der Gewalt von Thomas. Ja, vielen Dank, Thomas, dass du das hier angesprochen hast. In Wirklichkeit ist es ja so, in Amazonien gibt es eine starke Gewaltkonzentration. Und Altamira, dort wurde ja Belo Monte gebaut. Da gab es ja auch sehr viele Probleme. Jetzt haben wir in Altamira die stärkste Gewaltspirale in Brasilien. Also es ist eine der gewalttätigsten Städte der Welt. Und es geht dabei häufig gegen die schwarze Bevölkerung. Es gibt sozusagen einen Genozid gegen die schwarze Bevölkerung, also insbesondere die junge schwarze Bevölkerung in Brasilien. Und gilt für viele Orte in Brasilien. In Pará ist es ja so, wie ich ja schon gesagt habe, wir haben vier der gewalttätigsten Städte Brasiliens, Belém, Marabá, Altamira. Und wir haben jeden Tag dort Morde und Genozide, so nennen wir das, also Massaker. Und häufig partizipiert die Polizei dabei. Es gibt die Milizen und die... Es gab jüngst auch einen Massaker, wo 11 Leute umgekommen sind oder umgebracht worden sind. Das heißt, wir haben eine Tragödie nach der nächsten. Aber was uns noch sehr viel mehr beunruhigt, ist die Einstellung der Bundesregierung in Bezug auf das und auch der Legislative und der Gouverneure von den unterschiedlichen Bundesstaaten. Und heutzutage gibt es einen Versuch, also ein Antikriminalitätspaket, was die Gewalt noch weiter anheizen wird. Und auch eine rassenbasierte Gewalt. Das heißt insbesondere eine Gewalt gegen die schwarze Bevölkerung und auch gegen die Frauen. Und es sind in erster Linie die Männer, die Feuerwaffen kaufen. Die gehen dann nach Hause. Und es gibt eine absurde Anzahl von Frauenmorden. Ich weiß nicht, ob es noch andere Länder gibt, die eine so hohe Frauenmordrate hat wie Brasilien.
Oh, jedenfalls sind wir eins der gewalttätigsten Länder, insbesondere was Frauen angeht und was die Strategien angeht. Die afro-brasilianische Bewegung, da gibt es eine nationale Koalition und die hat genau das Ziel, dieses Paket von Maßnahmen der Regierung gegen die Gewalt aufzuhalten. Und es gibt auch einen Kampf gegen die Liberalisierung der Waffenpolitik. Es gibt also unterschiedliche Bewegungen, die dagegen vorgehen. Und es sind also zwei Gesetzesvorhaben, die ich gerade erwähnte, die einen furchtbaren Effekt haben werden. Wir versuchen immer zu reagieren in Brasilien. Wir versuchen zur Justiz zu gehen. Wir versuchen die Straflosigkeit zu unterbinden. Und wir haben auch juristische Unterstützung. Insbesondere bei uns in der Gegend, wo wir sehr gefährliche Städte haben. Und um zum Ende zu kommen, wir haben auch einen großen Kampf in Pará und in Brasilien generell, wo wir versuchen, dagegen vorzugehen, dass so viele Leute inhaftiert werden. Es gibt sehr viele junge, schwarze Männer oder Frauen, die vermutet oder von denen man vermutet, dass sie Drogengeschäfte gemacht haben. Und es gibt also diese Verschärfung des Strafrechts, die da vorgenommen werden soll, die wird zu einer Verschlimmerung der Situation beitragen. Es gibt schon 1 Million von Leuten, die inhaftiert sind. Also unglaublich viele Leute, die in den Gefängnissen sitzen. Es sind fast 50 Leute umgekommen bei Kämpfen zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen, die die Gefängnisse dominieren. Das heißt, dieses Gesetzespaket und diese Politik, die da verfolgt wird, wird nicht helfen. Wir müssen also an unterschiedlichen Fronten aktiv sein. Und es gibt einen Widerstand, es gibt zum Beispiel die Mütter, die Kinder verloren haben aufgrund dieses Gewaltproblems, die versuchen Gerechtigkeit zu bekommen. Das heißt, häufig sind die Opfer und die Angehörigen von den Opfern diejenigen, die versuchen direkt gegen die Gewalt vorzugehen. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Vielen Dank. Weiß jemand von euch etwas über die Auswirkungen der Synode, der Amazonien-Synode? Weiß das jemand? Ja, ich kann darüber ein wenig sprechen, ja. Ja, in Bezug auf die Synode, das habt ihr bestimmt auch gesehen, als es schlechte Nachrichten in Bezug auf die Synode gab und die brasilianische Bischofskonferenz sich geäußert hatte, hat sich die Regierung auch dazu geäußert. Sie haben also eine Äußerung getätigt und haben reagiert auf das, was die brasilianische Bischofskonferenz gesagt hatte, dass sie angeblich die soziale Mobilisierung anheizen würde im Negativen durch diese Synode. Das heißt, es gab eine Regierungsposition, die recht stark war in Bezug auf das und in Bezug auf die Gesellschaft insgesamt. In Amazonien und unter den ganzen Gemeinden war das ein großer Faktor zur Mobilisierung der Leute. Denn das Ganze ist ja historisch. Also diese Zusammenarbeit zwischen der Kirche und den Gemeinschaften vor Ort, das ist ja was ganz Besonderes. Und die Religiosität als Befreiung, auch als Teil der Befreiungstheologie. Das heißt, es gibt ein anderes Level der sozialen Mobilisierung seitens der Gemeinden.
als man dann diese Mobilisierung gesehen hat, die immer gewachsen ist unter den Gemeinden aufgrund der Synode, daraufhin gab es natürlich eine Reaktion seitens des Präsidenten in Bezug auf all das, was dort geschah. Inklusive von Sektoren innerhalb der katholischen Kirche in Brasilien. Aber insbesondere unter den Bewohnern Amazoniens gab es eine sehr interessante Reaktion darauf. Ja, vielen Dank. Jetzt die letzten Worte heute. Das war eine sehr reiche Debatte für uns alle. Es gab neue Aspekte, die angesprochen wurden und einige konkrete Dinge, die angesprochen wurden. Für die letzte Runde würde ich gern vorschlagen, dass ihr ganz kurz kommentiert, was ihr denkt, was wir machen können, was wir gemeinsam machen können, um diese Situation in Amazonien zu verbessern, in Brasilien. Welche Arten von Partnerschaften oder Bündnissen würdet ihr heutzutage vorschlagen? Und dann werden wir uns draußen treffen und da können wir natürlich einige Sachen auch konkretisieren. André, du hast das Wort. Ja, ich glaube, es gibt tausende von Wegen, die wir gehen können. Ja, bitte deinen Hauptweg, den du präferierst. Ja, meine Organisation, Reporter Brasil, arbeitet ja für Transparenz, für den Zugang zur Information. Und wir glauben daran, dass dies zu Veränderungen führen kann. Das sind unsere Diskussionen, für die wir uns stark machen. Und die internationale Unterstützung ist wichtig dabei. Datenbanken, die wichtig sind, damit wir Erhebungen durchführen, damit wir Statistiken anfertigen können, vor allem über das, was auf den großen Versenders in puncto Viehzucht, Landwirtschaft, in den Blackboxes vor sich geht. Es gab ja schon eine größere Offenheit. Dann hat die Regierung den Deckel drauf gehalten. Einige Daten stehen aber zur Verfügung. Wir sind der Auffassung, dass das ein Anfang ist, der von grundlegender Natur ist, damit wir Stabilität diskutieren können. Und wenn wir zum Beispiel über verstärkte Handelsbeziehungen zwischen der EU und Brasilien diskutieren, dann sehe ich, dass diese Offenheit, und es gibt da ganz konkrete Daten dazu, dass das auch auf eurer Agenda stehen könnte in Zukunft. Wie können diese Daten uns erlauben, zu wichtigen Schlussfolgerungen zu kommen hinsichtlich dessen, was in der Praxis passiert? Zum Beispiel die Rückverfolgbarkeit der Produkte, vor allem tierischer Erzeugnisse. Das sind ganz wichtige Dinge, die uns zeigen, wo kommt es her. Und zwar jedes Tier, jedes Rind in Brasilien, bis es dann in Europa zum Fleisch wird, kann so rückverfolgt werden. Also die Käufer, die Konsumenten können nachverfolgen, wie diese Lieferkette aussieht. Das ist eine weitere konkrete Forderung, die wir haben. Und wir sollten das Abkommen EU-Mercosur für solche Dinge nutzen. Dankeschön, André. Also, wer hier auf dieser Linie weiterarbeiten möchte, wende sich an André anschließend und man beginne mit der Zusammenarbeit. Marcella. Ja, in Anlehnung an das, was André gesagt hat, und das hängt auch zusammen mit einer engagierten Forschung an den Universitäten, vor allem im Fall Amazoniens. Ich denke, es wird zunehmend wichtig, dass wir uns engagieren an Forschungsarbeiten über die Arbeit der Aktivisten. Nicht nur dort, sondern auch mit unseren Partnern hier.
Natürlich wird es Dinge geben, die wir nicht erfassen können dort, also zum Beispiel, was sich abspielt in der globalen Lieferkette. Auch ihr werdet nicht Zugang zu sämtlichen Daten haben. Wenn wir aber eine engagiertere Forschung betreiben, wenn wir akribischer untersuchen, was vor sich geht, dann denke ich, können wir positive Ergebnisse zeitigen. Auch das Agrarkataster scheint mir wichtig zu sein. Es ist ja noch nicht voll umgesetzt, aber ich denke, es wäre eben sehr wichtig, wenn es sich um Gebiete handelt, in den Schutzgebieten Amazonien und Cerrado. Wenn eine große Gruppe in Brasilien über diese Informationen verfügt, auch hier ebenso, wenn wir diese Informationen austauschen können, wenn wir mit der Entwicklungshilfe in Deutschland oder mit der Kooperation Deutschlands zusammenarbeiten können, dann denke ich, ist das eine globale Angelegenheit. Es hat sowohl mit investigativem Journalismus zu tun, aber auch mit der Forschung an den Universitäten. Also wer sich dafür interessiert, bitte rede mit Marcella nachher draußen. Apollo. Ich bin der Auffassung, dass solche Begegnungen wie hier heute ganz toll sind. Ich habe hier mit jemandem gesprochen, einem Gefährten, der über Amazonien Bescheid weiß. Ich denke, wenn diese Art von Solidarität stärker greift in Zukunft, dann wird es auch mehr Druck ausüben. Deutschland ist ein wichtiges Land auf der Welt. Es hat politisches Gewicht. Wenn wir auch bei den Vereinigten Nationen diesen Druckverbund wirksam gestalten können, dann scheint mir das wichtig zu sein. Ich glaube, gestern war ein Redner in Belgien, der gesagt hat, es gibt keinen Plan B. Wenn wir wirklich berücksichtigen, dass ein Gebiet von der Größe Berlins pro Monat zerstört wird in Amazonien, dann ist es einfach eine Tragödie für die zukünftigen Generationen. Das ist wichtig zu tun. Ich denke, den Kampf unterstützen. Den Kampf der Quilombolas, der schwarzen Bevölkerung, die sich zurückgezogen hat in die Schutzgebiete, die extraktivistischen Gebiete. Und das alles scheint mir sehr wichtig zu sein. Sie müssen unterstützt werden. Die Böll-Stiftung tut das bereits, aber sämtliche Formen der Debatten, sämtliche Formen der Unterstützung scheint mir wichtig. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Böll-Stiftung, auch bei den Kollegen, die hier an dieser Debatte teilgenommen haben und euch allen, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Muito obrigada. Bravo. Vielen Dank an euch alle. Das war sehr, sehr interessant. Ja, ihr habt auch viel Geduld mit uns gehabt, mit den ganzen Fragen. Und jetzt haben wir einen kleinen Empfang. Jetzt nur eine letzte Ansage. Also ich mag das immer gerne, Ansagen zu machen und unsere guten und schlechten Nachrichten zu verbreiten. Aber auch gute Geschichten, die zeigen, dass es auch Hoffnung gibt. Das ist eine sehr gute Methodologie. Ja, vielen lieben Dank. Guten Abend an alle. Gute Nacht.